Hallo, in diesem Video möchte ich das Entwurfsmuster Brücke oder Bridge erklären. Das Ganze als Ergänzung zur Literatur. Das heißt, hier werde ich nur kurz erklären, was es eigentlich ist und ihr könnt dann nochmal nachlesen, wann man es braucht oder welche Konsequenzen es hat oder wie auch immer. Um das Ganze zu erklären, stellen wir uns einfach mal eine Hierarchie vor, die in ihrem Programmabschnitt ein Fenster zeichnen soll für eine Plattform Linux oder Windows. Dafür gibt es dann auch hier diese Methoden Zeichne Text oder Zeichne Fensterrahmen. Beim Fensterrahmen stelle ich mir dann sowas vor hier, dass eben dieser Rahmen gezeichnet wird, der immer für ein Fenster ist, wo man dann hier ja auch verschieben kann. So genau dieses Ding. Und das muss natürlich für Linux anders implementiert werden als für Windows. Ist ja klar. Von daher macht das eigentlich Sinn. Nachher im Programm wird dann immer nur mit dem Fenster gearbeitet, wo dann gesagt wird, zeichne Fensterrahmen. Und je nachdem, wir sind ja polymorph, ob da jetzt tatsächlich ein echtes Linux-Fenster drin ist oder ein Windows-Fenster, das entscheidet dann, auf welche Art es tatsächlich gezeichnet wird. So. An sich sieht das ja schon mal ganz gut aus und wenn wir ein einfaches Programm haben, ist das kein Problem. Wir stellen uns jetzt aber vor, wir wollen ja nicht nur offene Fenster wie diese hier zeichnen, sondern wir wollen ja auch ikonifizierte Fenster zeichnen. Also die Dinger, die hier unten oder rechts immer in der Taskleiste dann sind. Und technisch, auch wenn das Fenster jetzt, wie machen wir denn das? Ich zeichne das mal hier rein. Selbst wenn es unten irgendwie, wenn das hier jetzt die Taskleiste unten ist, wenn das hier unten in der Taskleiste ist, habe ich immer noch einen Fensterrahmen, den ich zeichne und ich muss immer noch hier irgendeinen Text drauf zeichnen. Das heißt, ich kann das Ding hier eigentlich als Schnittstelle benutzen. Das heißt, ganz naiv würde dann mein Entwurf so aussehen. So, wie gesagt, dieses Icon-Fenster ist eben genau für diese Dinger unten da, wenn es minimiert ist. Jetzt habe ich natürlich das Problem, das Icon-Fenster muss ja natürlich auch wieder hier Linux und Windows unterstützen, also baue ich hier natürlich auch dran. Entsprechend in meiner Hierarchie. Und ihr seht schon, das ist ein bisschen nervig, wenn wir jetzt noch den Mac unterstützen wollen, dann haben wir hier noch ein Ding und wir müssen auch hier noch ein Ding hinbauen. Und wenn wir nicht nur ein Icon-Fenster haben wollen, sondern noch ein Fenster hier, dann müssen wir da eine neue Linie ziehen und auch wieder Linux, Windows und Mac unterstützen. Wir haben also sehr viele gleiche Implementierungen. Und das ist nicht so schön. Und genau dieses Problem versucht der Bridge-Ansatz zu lösen. Warum das so heißt, ist erstmal völlig unwichtig. Das kommt dann nachher noch. Jedenfalls gibt es einen Ansatz, mit dem wir das lösen. Wir versuchen uns jetzt Schritt für Schritt an dieses Bridge-Muster ranzuarbeiten. Und wir versuchen erstmal rauszufinden, was ist hier eigentlich das Problem an dem ganzen Ding. Laut Literatur versucht man ja mit dem Bridge-Muster Abstraktion und Implementierung voneinander zu trennen. Das finde ich ist eine sehr abstrakte Beschreibung. Aber dazu gleich noch mehr. Wenn wir das aber erstmal so nehmen, dann können wir sagen, okay, Abstraktion und Implementierung kann man zusammenwerfen, wenn wir eine einfache Gesamtimplementierung haben. Also wenn unsere Hierarchie sowieso sehr einfach aussieht, so wie das hier, dann ist es ja überhaupt kein Problem. Aber wenn wir eben so eine Implementierung hier haben, dann ist es uncool. So, was heißt jetzt Abstraktion und Implementierung in eins geworfen? Wenn wir uns das Ding jetzt mal genauer angucken, dann sehen wir, das, was hier drin steht, in diesen Dingern hier und in diesen Dingern hier, ist ja plattformbasiert. Das heißt, das eine ist für weiß, wie man auf Linux malt und das andere weiß, wie man auf Windows malt. Was aber das hier ist, ist mehr so, wie ich es im Programm benutze. Vielleicht passen jetzt meine Wörter nicht so gut auf andere Beispiele, aber ich finde sehr gut auf dieses hier. Was hier nämlich konkret zusammengeworfen wurde, ist der fachliche Code und der technische Code. Und das ist das eigentliche Problem in dieser Struktur. Ich habe also Sachen zusammengeworfen, die eigentlich so gar nicht zusammengehören. So nochmal kurz erst noch für alle, die sich nicht was unter technisch und fachlich vorstellen können. Warum sind diese Fenster hier technisch? Ohne T am Ende. Bei diesen Klassen geht es ja in erster Linie darum, wie sie mit der API vom Betriebssystem kommunizieren. Das heißt, mit welcher Windows-Funktion ich aus dieser Klasse heraus irgendwas auf dem Bildschirm malen kann oder mit welcher Linux-Funktion. In meinem konkreten Programmcode allerdings interessiert mich das ja gar nicht. Mich interessiert ja eigentlich nicht, ob es jetzt Linux oder Windows ist. Für das Programm will ich nur sagen, okay, ich habe so ein Fenster, was groß ist oder ich habe ein Fenster, was ikonifiziert ist. Mehr interessiert mich gar nicht. Das ist also hier deswegen das eher Fachliche. Da interessiert mich gar nicht, was für eine API da hinten dran steckt. Oder vielleicht, was ich eben noch drin hatte, ein Zickzack-Fenster. So, das kurz nochmal zur Unterscheidung dieser beiden. So, was müssen wir also machen, um unser Problem hier zu lösen? Wir haben jetzt zwei Sachen zusammengeworfen, die nicht zusammengehören. Das heißt, die Lösung ist, wir trennen es einfach. Sehr abstrakt sieht das Ganze dann so aus. Ich habe das mal hier so ohne unsere Fensterbezeichnungen reingemalt. Das heißt, kurze Erklärung, wir haben also hier unsere fachliche Oberklasse. Die hat ihre speziellen Unterklassen und diese fachliche Oberklasse hat schon direkt so eine Verbindung. Tut mir leid für die Pfeile hier, ich wollte es ein bisschen UML-like machen, aber das ist in PowerPoint schwierig. Diese fachliche Oberklasse benutzt dann eine gewisse technische Implementierung. Diese technische Oberklasse hier,
Das kann einfach nur ein Interface sein, kann aber auch eine abstrakte Klasse sein, das heißt eine Klasse, wo ein bisschen schon implementiert ist, aber die man nicht selbst instanzieren kann. Das heißt, die fachliche Oberklasse hat auch eigentlich im Zweifelsfall überhaupt nichts am Hut mit diesen technischen Implementierungen. Sollte nicht. So, und nicht verwirren lassen. Man muss natürlich jetzt dazu, nochmal, man darf natürlich nicht vergessen, dass wenn hier oben dieser Benutzt-File ist, gibt es natürlich auch einen File von hier unten dahin. Das sind ja Ableitungen. Ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann so ein Modell vor Augen hat, dass man da dann nochmal dran denkt, dass ja die unteren genauso da oben hinzeigen. Das heißt, Punkt erstmal. So, wir machen jetzt mal die richtigen Namen da rein. So würde das dann für unser Beispiel aussehen. Wir haben also hier unser Fenster, hier nicht unser Plattformfenster. Ich nenne es hier Fensterimpel. Warum? Dazu komme ich gleich. Erstmal, wir wissen immer noch, der rechte Teil hier ist der technische und der linke Teil ist der fachliche. Das heißt, ich habe hier irgendwo eine Schnittstelle bzw. eine abstrakte Klasse, von der kann ich dann ableiten, ein normales Fenster, was eben groß ist, ein Zickzackfenster oder ein kleines ikonifiziertes Fenster. Und diese einzelnen Fenster haben dann jeweils entsprechend der Plattform, der ich benutze, hier so ein Windows-Objekt in sich drin, was wir benutzen, oder ein Linux-Objekt. Das Ganze angesprochen über die Fensterimplementierungsschnittstelle. Lasst euch von dem Wording hier nicht so ein bisschen verwirren. Ich habe mich hier für den Namen Fensterimpel entschieden, weil es in der Literatur auch so steht. Ich finde das immer sehr schwierig. Da stand ja eben noch Plattformfenster. Man könnte es auch fachliches Fenster und technisches Fenster nennen. Das würde mir persönlich besser gefallen, aber so ganz glücklich bin ich damit auch nicht. Also überlegt euch einfach nur, okay, das linke sind einfach die fachlichen Klassen, das rechte sind die technischen. Hier steht deswegen Implementierung, weil der hier unten konkret drin steht, wie jetzt zum Beispiel ein Rahmen gezeichnet wird. So, aber nur mit der Klassenstruktur ist das, finde ich, ein bisschen schwierig vorzustellen. Deswegen gucken wir uns hier die Funktionen an. Das könnte dann so aussehen. Ich habe also mein Fenster irgendwo instanziert und sage dann nur, okay, zeichne Text irgendwo hin. Zum Beispiel beim Icon-Fenster hier schreibe ich dann hier meinen Text hin. Oder meinen Fensterrahmen. Man sieht hier auf der rechten Seite, das ist hier sehr auf einer Low-Level-Ebene. Das heißt, gut, ein Text ist einfach ein Text, der bleibt einfach so. Aber ansonsten haben wir nämlich nur eine Linie, die gezeichnet wird. Wenn wir uns jetzt einen Zeichne-Fensterrahmen vorstellen, das würde dann zum Beispiel sein, Fenster ist hier eine abstrakte Klasse. Dann gucken wir uns mal hier so ein Windows-Fenster an. Da sehen wir ja, wenn wir genauer hingucken, natürlich ist das jetzt ein Rahmen. Und dieser Rahmen besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Linien mit verschiedenen Farben. Und wir haben hier noch eine Linie und hier noch eine Linie. Gut, wir gehen jetzt mal nur von der ganz äußersten Linie aus. Es sind ja dann schon mal mehrere Farben, um dann überhaupt zum Beispiel so ein bisschen 3D-Effekt zu erstellen. Und genau das würde dann hier dieser Zeichne-Fensterrahmen machen. Der würde dann einfach mehrfach Zeichne-Linie aufrufen. Und dieses Zeichne-Linie würde dann jeweils, ob wir auf dem Windows-System sind oder auf dem Linux-System sind, die richtigen API-Funktionen aufrufen. Denn auch Fensterimpel ist ja im Zweifelsfall nur eine Schnittstelle oder eben eine abstrakte Klasse, je nachdem, ob man da noch irgendwas mit reinbauen möchte. So, und das war es auch schon zur Struktur. So sieht das im Grunde nachher aus. Das heißt, für diesen konkreten Fall, das Bridge-Muster trennt einfach nur den fachlichen vom technischen Code. Oder wie es in der Literatur heißt, vom abstrakten, ich meine natürlich den abstrakten von der Implementierung. Den abstrakten Code von der Implementierungscode. Naja, deutsch schwer. Aber das ist nicht so wichtig. So, und was ist jetzt zum Teufel Brücke oder Bridge? Wo ist die Brücke? Das nennt man deswegen so, weil dieser Bereich hier Brücke genannt wird. Weil hier eine Brücke von der Abstraktion zur Implementierung durch diesen File hier hergestellt wird, durch diesen Benutzt-File. Oder eine Brücke vom fachlichen Code zum technischen Code wird hier hergestellt. So, aber das waren genug verwirrende Pfeile da oben. So, das Ding hier ist die Brücke. So, und jetzt sei nochmal gesagt, an dieser Stelle macht es Sinn, nochmal in die Literatur reinzugucken. Wann kann man das benutzen? Was sind die Konsequenzen dafür? Vielleicht noch eine konkrete Beispielimplementierung, wenn ich jetzt von diesem Buch Entwurfsmuster von der Gang of Four ausgehe. Und ansonsten war es das an dieser Stelle.